Hallo ihr Lieben, einen schönen guten Morgen. Naja, wir haben schon 11 Uhr. Donnerstag 11 Uhr. Meine drei Jungs sind zu Hause. Leute, ich sag's euch, wir haben aber auch momentan einen Pech. Ständig ist irgendwas. Aber es wird halt auch ständig alles aus dem Kindergarten mitgebracht, ja. Also, so, Update. Gestern Nacht ist der Samu mehrmals wach geworden, auf jeden Fall. Hatte auch mit Durchfall so ein bisschen zu kämpfen. Und ja, die Temperatur ist nicht wirklich gesunken. Die hatte gegen, ich glaube, es war gegen 3 Uhr morgens, war absoluter Höhepunkt bei 39,9. Ich war wirklich drauf und dran, ins Krankenhaus zu fahren. Aber er war so müde, hat sich so eingekuschelt in sein Kuscheltuch. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache ihm jetzt nochmal, gebe ihm nochmal ein Zäpfchen. Das war dann das dritte gewesen. Ich hatte ihm ja morgens eins gegeben gehabt, um 11. Dann abends um 7 mein Mann. Und dann habe ich ihm nochmal um 3 Uhr morgens, war das gewesen, eins gegeben. Genau, und dann hat er aber durchgeschlafen, also durchgeschlafen bis um 7. Dann war halt nichts mehr ab 3 Uhr. Genau, zwischendurch hatte der Lias hatte heute Nacht echt Probleme. Er ist gar nicht richtig auf Toilette gegangen, sondern ist immer aus dem Bett ausgestiegen und hat uns dann gerufen, dass er, dass halt was daneben gegangen ist. Aber er hat nicht ins Bett gemacht, sondern halt, ja, als er dann halt da stand sozusagen. Also, ich weiß auch nicht, was heute Nacht sein Problem gewesen ist, aber er war heute Nacht aus diesen Gründen zweimal wach gewesen. Das letzte Mal war dann um 5 Uhr irgendwas. Also, Samu und Lias haben sich so ein bisschen abgewechselt mit der Uhrzeit. Und ich war wirklich, ja, jede Stunde wach. Ab 3 Uhr konnte ich gar nicht mehr schlafen. Also, da war ich dann so komplett wach. Wobei ich zwischendurch auch, irgendwann bin ich auch nochmal eingeschlafen. Ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall war es eine sehr durchwachsene Nacht, alles in allem. Heute Morgen hat dann der Lias auf einmal angefangen zu husten. Und so ein, das war so ein trockener Husten. So ein Husten, wie mein Mann es eben auch gestern hatte. Genau. Und dann bin ich mit ihm runter. Das war dann so gegen 6.30 Uhr. 6.30 Uhr ungefähr bin ich mit dem Lias runter und ich habe ihm dann Tee gemacht und dann hat sein Husten auch nachgelassen, also er hat dann gar nicht mehr gehustet und er war aber so, er hatte auch kein Fieber oder so, aber er hat sich so ein bisschen warm angefühlt, aber es war kein Fieber und er war aber so ein bisschen schlapp irgendwie. Genau, und dann habe ich abgewartet, bis der Samu wach geworden ist und habe dann den Samu auch Fieber gemessen und er hatte kein Fieber mehr, er war im grünen Bereich, der Lias auch, mein Mann auch, als er aufgestanden ist und ich dachte mir so, jawohl, es war so ein Tagesding gewesen und jetzt geht's allen wieder gut, die Nacht war scheiße, aber allen geht's wieder gut. Und sind aber alle drei auf der Couch und sind so ein bisschen halt schlapp und müde. Aber keiner hatte mehr eine Temperatur gehabt und alle haben auch ordentlich gefrühstückt. Ohne, also ich habe nur Brezeln gemacht, weiß er nicht. Das ist so das, was immer gut ankommt, wo ich weiß, dann essen sie wenigstens was. Haben auch alle gegessen und jetzt gerade eben hatte ich so das Gefühl, der Samu fühlt sich wieder ein bisschen wärmer an. Ich messe mal nochmal Fieber bei allen. Und dann lag er jetzt wieder bei 38... oder so. Also leicht, also erhöhte Temperatur, aber noch kein Fieber. Und der Lias war jetzt aber bei 38,4. Der hatte ja gar keine Temperatur die ganze Zeit, also jetzt auch wieder höher. Bei meinem Mann ist es immer noch bei 37 irgendwas, also bei ihm ist alles gut. Ja, keine Ahnung, mal sehen, wie sich das jetzt über den Tag entwickelt. Weil eigentlich war ja jetzt alles gut gewesen. Also der Lias hatte ja eigentlich gar nichts mit Temperatur am Hut. Also ich weiß es nicht, ob er sich jetzt ein bisschen beim Samu und meinem Mann angesteckt hat und dass es bei ihm jetzt erst ausbricht. Ich weiß es nicht. Ich werde einfach im Laufe des Tages schauen, wie es den, wie es ihnen geht. Weil der Samu, der spielt und macht und tut. Also der ist fit sozusagen und der Lias ist so ein bisschen
gammelig auf der Couch unterwegs, aber auch nur, weil seine Kindersendungen laufen. Da ist er immer so ein bisschen so, ich werde, wenn ich nach Hause komme, auf jeden Fall mal den Fernseher ausmachen und gucken, wie er drauf ist. Und dann werden wir auch dann Mittag essen und dann mal gucken, wie sie drauf sind. Wenn beide Jungs spielen und gut drauf sind und die Temperatur im grünen Bereich ist, dann werden wir heute Abend mal einen Corona-Test machen gehen. Wenn die Temperatur bei beiden aber im gelben Bereich bleibt, geschweige denn ansteigt, dann spare ich mir den Test, weil dann bleiben sie sowieso morgen zu Hause. Genau. Also ich meine, Test müssen wir so oder so machen gehen, aber ich mache dann erst einen aktuellen Test, wenn ich weiß, dass sie gesundheitlich wieder gut drauf sind. Ich hoffe sehr, dass die Temperatur wieder, weil das ist jetzt gerade erst so in der letzten Stunde passiert. Heute Morgen war ja nichts gewesen. Alles top, alles super mit der Temperatur, alle im grünen Bereich. Mich schon voll gefreut, dass es so ein Tagesding gewesen ist und dass sie vielleicht morgen wieder in den Kindergarten gehen können, weil der Lias ist ja morgen auch auf einen Kindergeburtstag eingeladen von einer seiner engsten Freunde sozusagen. Und es wäre so schade, wenn er nicht gehen könnte. Der würde so traurig sein. Das weiß ich, so unendlich traurig. Ja, deswegen, wir gucken mal, wo das Ganze hinführt. Genau, jetzt habe ich gesagt, ich gehe mal schnell einkaufen, weil so ein paar Basics sind leer, die ich vergessen habe einzukaufen. Und der Lias hat sich Nudeln mit Käse-Sahne-Soße gewünscht. Die Zutaten müsste ich aber noch zu Hause haben. Genau, auf jeden Fall gehe ich jetzt mal Brezel und sowas einkaufen. Haben wir nämlich keine mehr, falls es morgen wieder so sein sollte, dass sie zu Hause bleiben. Und keine Ahnung, wenn sie halt so, wenn sie kränklich sind, sagen wir es mal so, dann haben sie keine Motivation zu essen. Und dann muss ich wirklich deren Lieblingssachen auf den Tisch stellen, damit sie mal ein paar Bissen machen. Wenn ich denen jetzt heute Morgen ein Brot geschmiert hätte, dann hätten die das alle nicht angerührt. Aber bei Brezel hat alles funktioniert. Und ja, ich will einfach nur noch mal sicher gehen und jetzt mal die paar Basics einkaufen, die wir auf jeden Fall brauchen. Vielleicht noch mal Suppen und so weiter mitnehmen. Und dann geht's schon wieder ab nach Hause. Bis jetzt, toi toi toi, geht's mir gut. Ich habe 0,0 Anzeichen, weder mit Hals noch mit Fieber, mit irgendwas. Also bis jetzt, toi toi toi, ich hoffe, das bleibt so und ich hoffe, dass es meinen Männern gleich wieder gut geht, nachdem sie dann Mittag gegessen haben, weil ich habe mich so gefreut heute Morgen, dass alles gut ist und dass er vielleicht dann morgen doch auf den Geburtstag gehen kann und dann plötzlich jetzt, dass sie so ein bisschen in den gelben Bereich gerutscht sind. Naja, we will see. Ich habe sie auf jeden Fall heute ja krank gemeldet im Kindergarten. Ich habe gesagt, morgen, wir werden sehen. Genau, ja, der Postbote hat auf jeden Fall schon geklingelt. Pakete sind angekommen, ich werde es euch alles gleich zeigen. Auch die Sachen, die ich ja gestern beim Deko Andreas gekauft habe, das werde ich euch gleich alles zeigen, wenn ich meine Männer versorgt habe. Und unsere Einladungskarten für die Hochzeit sind endlich gekommen. Auch sieht alles gut aus. Da werde ich später auch mal, vielleicht wenn der Samo Mittagsschlaf macht, kurz zum Action rübergehen und Briefumschläge holen. Genau, dass ich die dann alle verschicken kann, beziehungsweise die Namen draufschreiben kann, für wen das ist und so weiter. Genau, also da muss ich auch die ganzen Einladungskarten erstmal zusammensetzen. Das sind ja Einzelteile. Genau, das muss ich auch noch machen und dann kann ich das auch alles vorbereiten. Ich habe heute Morgen, dadurch, dass ich schon so früh wach war, schon einen Vlog geschnitten. Der ist schon für heute safe. Das ist schon mal sehr gut. Und ich habe angefangen, meinen neuen Laptop ein bisschen einzurichten und habe vom alten Laptop Dateien, die ich nicht mehr brauche, auf meine Festplatte gezogen, also externe Speicherplatte gezogen. Und genau, dass ich nicht das ganze Zeug, was ich jetzt gerade aktuell gar nicht mehr brauche, auf meinen neuen Laptop ziehen würde. Genau. So. Das war's an Infos. Ich melde mich später wieder mit den ganzen Sachen, die jetzt heute gekommen sind, die ich gestern eingekauft habe. Und dann machen wir mal ein Haul zusammen. So, wieder daheim. Ich fange jetzt gleich an zu kochen. Der Wasserkocher ist schon im vollen Gange. Ich habe hier nur ein paar Sachen mitgenommen, die jetzt auch gerade im Angebot gewesen sind. Ich habe hier mal so eine Hühnersuppe mitgenommen. Und diese Maggi-Tüten waren gerade für 49 Cent. Deswegen habe ich da bei unseren Lieblingssachen einmal zugeschlagen. Spaghetti habe ich mitgenommen. Gurke war leer gewesen. Eierknöpfel isst der Samu momentan sehr, sehr gerne. Dann hier zweimal Basilikum-Tomaten. Soße. Dann habe ich Basmati-Reis gesucht und es gab beim Aldi zum Beispiel gar keinen mehr. Der war ausverkauft die letzten Male. Es gab nur noch Jasmin-Reis und im Lidl haben sie jetzt auch gerade nur diese 500-Gramm-Packungen verkauft. Also was soll's, jetzt haben wir mal wieder welchen da, weil
Ich mag echt nur Basmati-Reis, alles andere ist mir zu krass. Philadelphia war leer, habe ich mir mitgenommen, genauso wie die Geflügelleberwurst. Dann hier mal zwei Laugenbrötchen für die Jungs, Salzstangen, dann eben die Brezel, weswegen ich ja hauptsächlich los bin. Und letzte Woche waren meine Pizzen im Angebot, die ich so gerne esse. Das ist jetzt hier zum Beispiel die Nudelpizza. Und es gab noch welche, tatsächlich, aber nur Nudelpizza. Deswegen habe ich jetzt ausschließlich Nudelpizza mitgenommen. 6 Stück, läuft bei mir. So, das verräume ich und dann werde ich jetzt einmal Käsesahnesoße mit Spaghetti kochen. So, da melde ich mich mal wieder. Wir haben mittlerweile schon, ich glaube, 2 Uhr oder sowas. Ja, ich habe die Spaghetti gemacht, aber mein Mann und Elias haben nicht mitgegessen, die haben geschlafen. Genau, und die liegen auch immer noch auf der Couch. Der Elias ist mit Ach und Krach vorhin mal kurz auf Toilette gegangen. Der ist total schlapp und schwach. Also der ist richtig fertig mit seiner Welt. Er hat jetzt gerade erhöhte Temperatur. Er war bei 38,4. Nee, er war weniger. Doch, er war auch bei 38,4. Und der Samu auch bei 38,4. Aber der Samu, der war jetzt nicht super duper fit, aber der hat ein bisschen gespielt, ein bisschen rumgelaufen. Er hat auch ein bisschen mit mir Spaghetti gegessen. Genau. Aber auf jeden Fall nicht so fit wie sonst. Aber der Elias ist komplett Game Over. Also das ist bei ihm richtig krass. Der schläft die ganze Zeit. Ist bekanntlich die beste Medizin von da aus. Mal gucken, wie es die nächsten Stunden weitergeht. Der Samu liegt jetzt seit einer Stunde im Bett. Der ist auch sofort eingeschlafen. Ich habe das Babyphone hier und die 2 Jungs schlafen unten. Und jetzt schlafen alle 3. Genau, deswegen habe ich gesagt, komm, ich habe jetzt die ganze Zeit am PC gearbeitet. Meine E-Mails sind abgearbeitet und mein heutiger Blog ist auch schon online. Also richtig genial. Bin am Überlegen, ob ich meine 2 Kooperationen für morgen und übermorgen mal vordrehen soll. Ich will es nicht beschreien, aber ich habe das Gefühl, dass bei mir auch irgendetwas kommt. Ich habe ganz, ganz, ganz leicht im Hals so ein Kratzen, würde ich jetzt sagen. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob ich es so beschreiben kann, aber so eine Art Kratzen, aber ganz dezent. Aber anhaltend. Also es ist nicht so, wenn ich trinke, dass es dann weggeht, sondern habe ich jetzt aber auch erst so seit vielleicht 2 Stunden oder so, dass ich das jetzt ein bisschen so spüre und es nicht mehr weggeht. Deswegen, ich habe echt Angst, dass ich mich jetzt auch irgendwie angesteckt habe und, oh, wie ätzend, echt. Ja, uns schreiben alle, dass wir Corona-Test machen gehen sollen, aber ich denke mir so, was bringt es mir jetzt, die kranken Kinder zu schnappen, die alle komplett fertig sind, in ein Testzentrum zu schleppen, um dann herauszufinden, ob man positiv oder negativ ist. Klar, es wäre eine Erkenntnis, aber es ändert ja nichts. Also die sind ja trotzdem schlapp und liegen in der Ecke und sind völlig fertig mit der Welt. Ob ich jetzt heute teste oder morgen, wenn es denen ein bisschen besser geht, ist eigentlich völlig egal. Also es ist halt nur eine Erkenntnis, die man dann halt sozusagen hat. Ich meine, jetzt dadurch, dass wir es ja nicht wissen, würden wir auch niemals uns jetzt mit irgendjemandem treffen oder keine Ahnung was, sowieso nicht, wenn es ihnen so schlecht geht. Von daher aus, wenn es später ein bisschen besser ist, dann können wir testen gehen und wenn nicht, dann nicht, dann ist es halt so, dann ist es halt eine Erkenntnis, die man dann am Morgen erst halt eben hat, ja, also ist mir gerade echt so Hupe. Also ich habe keinen Bock, meine Kinder, denen es nicht gut geht, durch die Gegend zu fahren, nur um dann die Erkenntnis zu haben, man ist positiv oder man ist negativ. Weil es würde sich ja nichts ändern. Wir sind zu Hause, wir versuchen gesund zu werden. Ja. Aber so viel dazu. Ich wollte euch jetzt mal kurz zeigen, was angekommen ist. Und zwar von H&M sind diese 2 50x50 Kissen angekommen. Genau. Hochzeitseinladung angekommen, habe ich euch ja aber schon gezeigt. Genau, da ist jetzt einmal, sind viele von diesen Dingern hier eben angekommen und dann in weiteren Päckchen ist dann sozusagen das Innenleben und es muss ich halt den dann alles jetzt miteinander verbinden sozusagen. Noch etwas Geniales ist passiert, wir haben endlich unsere Gästeliste zusammen. Ich kann es kaum glauben. Meine Schwiegermutter, mein Mann und ich, wir haben endlich alle Gäste zusammen.
Ich wollte später alles mal runterschreiben, weil mein Mann hat seine Liste und die Liste von seiner Mama und ich meine und so weiter. Und ich wollte jetzt alles mal vervollständigen und dann gucken, wie viel Kapazität wir noch hätten. Also momentan müssten wir etwas über 90 sein, aber noch nicht die vollen 100. Da muss ich aber mal gucken, wie es ist, weil ich muss mal die Location nochmal besichtigen gehen, weil ich ein paar Sachen abklären möchte und nochmal mir was vor Ort anschauen möchte. Weil zum Beispiel unsere ganzen Dienstleister, ich möchte natürlich, dass die Essen angeboten bekommen. Also, dass wenn die Pause machen, dass die sich was vom Buffet nehmen können. Die Frage ist jetzt, zahlen die dann auch den vollen Preis von 100 € oder ist da irgendwie was Abgespeckteres? Nicht wegen dem Essen, sondern in diesen 100 € sind ja auch die ganzen alkoholischen Getränke drin und Sektempfang und Fingerfood und Torte, nicht Torte, sondern Dessert. Und ich denke, es wird auch so aus, also wir haben ja auch jede Menge Personal und keine Ahnung was. Also es wird ja schon irgendwie wahrscheinlich so dann draufgeschlagen, wie diese 100 € zustande kommen. Die sind ja nicht, es ist ja nicht nur reines Essen sozusagen. Und mich würde mal interessieren, wie das dann ist, wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel 100 Gäste und zum Beispiel, was weiß ich, 5 Dienstleister und wenn diese 5 Dienstleister mitessen, ob ich dann 500 € dafür zahlen muss. Halt eben, es wäre halt schon ganz schön krass, aber auf der anderen Seite wäre es dann halt eben so, weil ich möchte nicht, dass die Fotografen, Videografen und so weiter, dass die den ganzen Tag da sind und dann am Ende oder DJ und so weiter, dass die dann halt nichts essen oder sowas. Das wäre ja völlig absurd. Aber ich hoffe, dass da die Location, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass wir da müssen wir nochmal irgendwie zusammenkommen und da irgendwie was vereinbaren. Genau. Ja, aber unsere Einladungen sind da und die Gästeliste ist vervollständigt und das heißt, ich kann die ganzen Einladungskarten jetzt verteilen bzw. versenden und dann auf schnelle Rückantwort hoffen. Das ist so ein Goals-Moment, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So, kommen wir zu Deko Andreas. Gestern, ich hatte ja schon gesagt, ich habe nicht großartig viel mitgenommen. So, ich hatte gestern im Deko Andreas mir die Kissen mitgenommen, einmal von H&M und einmal von Benuta. Dass ich da so ein bisschen schaue, aber es hat doch nicht so wirklich funktioniert. Ich habe jetzt zwei Dekokissen mitgenommen und zwar einmal diesen hier. Das ist halt mal was komplett anderes, weil die ganzen anderen, die waren ja eher so wie der Teppich, was geknöpftes, beziehungsweise dann halt mal mit so ein bisschen Bommeln und keine Ahnung was. Aber das hier ist ja so komplett. Das ist nicht, das ist ja auch so eine, dieses Makramee, diese Technik, dieses Knöpfen sozusagen. Aber nochmal wirklich so eine ganz andere Version. Der hat 30,50 € gekostet. Echt nicht gerade günstig. Vor allen Dingen, da kommt ja dann auch noch die Steuer drauf. Aber ich fand den echt schön und der ist auch super weich. Und man kann den auch hier abziehen. Kisseninnenleben war mit dabei. Und ich habe mich noch für einen zweiten entschieden. Moment, ich muss den erstmal herrichten hier. So, der hier, den fand ich auch super, super, super schön. Die sind jetzt ein Ticken dunkler als der Teppich, aber sie sind in einem kompletten Nude-Ton. Ich weiß nicht, es ist gerade sehr dunkel, es ist super schlechtes Wetter heute, es kommt wahrscheinlich nicht rüber. Aber ich hatte ja jetzt ein paar solcher Kissen da gehabt, die auch so nude waren, beziehungsweise so ein Beige, aber die irgendwie so ein Gelbstich irgendwie hatten und das haben die nicht. Die sind so rein, dieses ins bräunliche Nude halt eben. Also ich habe das schon neben den Teppich gehalten und es passt auf jeden Fall und den finde ich auch so. Ist halt mal was anderes, was Außergewöhnliches. Der hat gekostet 16,10 €. Genau. Dann habe ich eine kleine und eine große Vase mitgenommen. Moment, ich pack die mal aus, weil hier ist alles in Papier. Sodele. Also, ich habe zwei Vasen, wie gesagt, mitgenommen. Und zwar einmal so eine kleine. Das ist gar nicht so eine richtige Vase, aber die stand bei den Vasen. Ich weiß nicht, kann man auch wahrscheinlich eine Topfpflanze oder sowas reinmachen. Aber mir ging es eigentlich nur drum, die so auf den Regal zu stellen. Die ist so süß, ein richtig schöner Beige-Ton. Ich hoffe, es kommt überhaupt rüber bei diesem wunderbaren Licht. Aber wenn ich die Deckenleuchte anmache, dann sieht alles nur noch gelb aus. Deswegen lasse ich es mal. Also,
Die ist voll süß, auch diese Struktur, dass es halt nicht glatt ist und irgendwie ist es mal was anderes. Ich weiß nicht mehr, was sie gekostet hat. Die war wirklich nicht teuer gewesen. Also, keine Ahnung. Ich glaube 4, 5 Euro oder sowas. Und dann habe ich noch eine Vase mitgenommen. Das ist jetzt eine komplette Geschmackssache. Die einen werden sagen, voll süß, voll cool, irgendwie modern. Und die anderen werden sagen, oh mein Gott, wie hässlich. Und zwar die hier. Ich finde die so goldig. Es gab super viele Skulpturen, Vasen, alles Mögliche mit diesen Gesichtern sozusagen. Und da gab es, ja, mit Männer- und Frauenkörper und was weiß ich, was alles Mögliche. Und ich fand dieses Gesicht hier super schnucklig mit dieser super langen Nase. Also, ja, und diese Haare hier, also ich finde die richtig, richtig süß. Und ich dachte mir auch einfach als Deko-Element, ins Regal zu stellen. Oder ich habe hier nämlich noch einen Trockenblumenstrauß, den ich von meinem Mann bekommen habe. Und der passt hier in das Zimmer irgendwie nicht so rein. Dass ich den hier reinstelle, und weil es halt so schön hoch ist, und dann in die Küche. Und zwar da, wo gerade aktuell diese Blumen stehen, die mir total kaputt gehen. Ich bin halt echt einfach so, ich habe keinen grünen Daumen. Bei mir gehen alle Blumen super schnell kaputt. Ich glaube, im Winter haben wir einfach zu sehr die Heizung an, dass irgendwie alles schnell kaputt geht. Im Sommer ist es sowieso heiß und dann geht eh alles schnell kaputt. Und keine Ahnung was, im Frühling kriege ich es einigermaßen gebacken, aber bei mir ist echt, bei mir darf man keine Blumen schenken. Da habe ich wirklich eine Woche oder zwei was davon maximal, danach hat sich's erledigt. Also alle so, diese ganzen Topfpflanzen und so weiter, ich habe es echt geschafft, alle umzubringen. Voll schlimm. Deswegen Trockenblumen. Ich habe die gerade hier stehen. Moment, ich zeige es euch mal. So, ich habe sie gerade mal hier reingemacht. Ich würde sie noch so 2-3 cm kürzen, dass sie noch ein bisschen besser, also ein bisschen weiter unten sind, so ab hier ungefähr. Aber ansonsten sieht das, finde ich, ganz, ganz cool aus. Und das würde ich dann ja auf die Kochinsel sozusagen stellen, hinten an die Wand, an die Ecke. Ich finde die Vase super süß und die hat, glaube ich, 13 Euro irgendwas gekostet. Also auch vom Preis her vollkommen akzeptabel. So, und dann sind die Decken angekommen. Und zwar einmal diese Boho-Decke, die ich über Amazon bestellt habe. Und dann die zwei Job-Decken, die ich über Manmobilia bestellt habe. Genau, fangen wir mit denen mal an. Ich habe online echt nicht herausfinden können, welche Farbe die richtige ist. Deswegen habe ich beide bestellt und werde mich dann halt eben entscheiden. Und zwar ist das die erste Farbe. Es ist einfach ein simples Beige, schon fast ins Weißliche. Und die Gegenseite ist grau. Würde also gut auch zur Couch dann wiederum passen. So eine Mischung zwischen Grau, der Couch, und Beige, der neuen Deko-Accessoire-Couch. Farbe sozusagen, aber es ist schon ein sehr, sehr, sehr helles Beige, also super, super hell. Mir gefällt jetzt tatsächlich die andere Farbe besser, und zwar diese hier. Das ist nämlich ein schönes Braunbeige. Das wird auf jeden Fall, das sieht so doof aus hier, weil es alles so dunkel ist. Egal, auf jeden Fall, auf der einen Seite ist eben diese dunklere Farbe hier und auf der anderen Seite dieses hellere. Wo sieht man es da? Genau, das hellere würde ich dann auslegen auf die Couch, dass man eher die hellere Variante sieht, aber man hat dann eben auch diese dunklen, diese dunklen Blüten von Job. Also so wie es hier halt eben ist, nur umgekehrt die Variante. Genau, also ich denke, die wird es werden. Die sieht echt richtig, richtig schön aus, oder? Was sagt ihr? Ich finde die toll und die ist auch schön dick. Nicht zu dick, wie die letzte, die war ja wirklich wow. Moment, ich muss mal gucken, gibt es hier irgendwie zum Aufklappen? Oh, die ist richtig schön weich. Und die ist weich und kuschelig, aber nicht so übertrieben. Also die ist so dick, dass man schon warm hat, aber nicht so übertrieben dick wie die letzte, die ich bestellt hatte. Das war ja echt krass gewesen. So, schaut mal, so sieht es dann halt eben aus. Und dieses Beige und, also dieses dunklere Beige und das helle Beige, das passt halt perfekt, weil das ist ein richtig schönes Beige. Und das andere ist halt echt schon wie so ein Off-White. Ja, das ist zu hell. Also die hier geht auf jeden Fall zurück. Und die bleibt, die ist wunderschön. Die ist richtig kuschelig.
Mega. Ich habe so eine Decke oder ich habe schon zwei solcher Decken, die aber auch in so einem, also sie sind in Grautönen, die sind aber viel dünner und nicht so kuschelig. Das ist hier echt nochmal eine andere Variante, weil mein Mann meinte, ah, wieso hast du wieder die gleiche bestellt? Die sind doch gar nicht so toll. Aber das ist hier nochmal echt eine andere Variante, weil die ist echt richtig schön. I love it. Okay, die bleibt auf jeden Fall. Dann die Decke, die ich bei Amazon bestellt habe, die kam auch noch kochen an. Auf die Decke jetzt hier von Amazon, die ich bestellt habe, bin ich echt gespannt, weil die sah online wunderschön aus, aber ich konnte sie farblich echt nicht einschätzen, weil da steht dann, das sind immer die gleichen Farbbeschreibungen, da steht dann entweder beige oder creme oder nude und dann sind es trotzdem so verschiedene Farben. Ihr habt es ja gesehen bei meinen ganzen Kissen, das waren eigentlich alles relativ die gleichen, ähnlichen Farbbeschreibungen und trotzdem sind die so unterschiedlich, deswegen. Ich bin aber gerade sehr, das ist ja richtig weich. Ich bin jetzt gerade froh, weil die Decke hat ein wunderschönes Off-White. Ja, aber es ist trotzdem noch in diesem Creme. Also wenn ich jetzt wieder mit dem hier vergleiche, das ist schon noch mal was anderes. Okay, also von der Farbe her schon mal Gott sei Dank kein Flop. Und die sieht eben so aus, dass sie hier überall diese, was heißt überall am Schluss, eben diese Fransen hat und dann halt eben mit diesem Rautenmuster. Das sah auf den Fotos total boho aus. Und die würde ich auf jeden, also ich wollte die eigentlich ausschließlich als Dekodecke benutzen. Aber ich finde, dass die extrem weich ist. Die ist richtig kuschelig und ich kann mir auf jeden Fall auch vorstellen, dann mit der wirklich zu kuscheln und mich damit zuzudecken. Es sollte wirklich eigentlich so eine Dekodecke sein, aber die ist super schön. Gefällt mir richtig, richtig gut. Boah, ich bin gerade richtig froh, dass das kein Flop ist. Oh, es ist natürlich mega blöd. Ich hänge hier auch gerade am Akku, weil mein Handy fast vorm Ausgehen war. Schaut mal. Ah, die Farbe sieht besser aus, oder? Mega schön. Mega, mega schön. Euch auch die Farbe noch mal besser zeigen, vielleicht. Schaut mal, was für ein schönes Braun. Oh mein Gott. I love it. Okay, oder hier die andere Seite. Mega schön. Mega, mega schön. Oder hier die Farbe noch mal. Ja, ich bin zufrieden. Also die Sachen, die ich euch jetzt gezeigt habe, die bleiben alle. Das ist alles in die Wäsche. Die Sachen, die ich euch jetzt gezeigt habe, die bleiben auf jeden Fall alle. Die sind echt wunderschön. Das Einzige, was zurückgeht, ist die eine Decke von Job. Die ist wirklich eher ein mittleres Grau und die andere Seite ist eher ein hellgrau. Das ist noch nicht mal ein Off-White. Das ist eher wirklich so ein, ich weiß gar nicht, wie die Farbbezeichnung gewesen ist, ehrlich gesagt, aber Naturstein. Ja, okay. So, das sind die Sachen, die ich euch zeigen wollte. Ich glaube, ich werde das jetzt wirklich so machen, dass ich für morgen und für übermorgen meine Sachen abdrehe, für den Fall der Fälle, dass ich plötzlich auch krank werden sollte. Einfach nur, dass ich es safe habe und nicht irgendwie was dann verschieben müsste oder. Ja, das ist der Plan. Das mache ich jetzt mal. So, für alle, die mir auf Instagram nicht folgen, ich muss euch dieses Oberteil zeigen. Von Lelün gibt es nämlich ein neues, einen neuen Body, der Tony Body. Der ist hinten in so einem String. Dreiviertelarm, generell das Oberteil kennt ihr oder erkennt ihr vielleicht, und zwar von dem Paul Jumpsuit. Ganz große Liebe. Das hat hier so einen V-Ausschnitt und ist hier so überlagert. Das heißt, auch wenn man stillen möchte oder sowas, kann man das damit perfekt. Der schmiegt sich richtig schön der Figur an, weil das auch wieder Bambusviskose ist. Das heißt, man schwitzt darin nicht. Man kann es gefühlt wirklich 365 Tage im Jahr tragen, egal ob im Sommer oder im Winter. Es funktioniert immer. Es ist einfach so ein schöner, toller, weicher, atmungsaktiver Stoff, ganz große Liebe. Ich habe das jetzt hier mal mit der Jadepan kombiniert, weil ich finde, das sieht richtig schön zusammen aus. Ich liebe dieses Outfit, ich feiere es gerade richtig. Und dieser Body, den gibt es in drei verschiedenen Farben. Genau, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, schaut da sehr, sehr gerne mal vorbei. Ich bin absolut in love. Mega. Leute, es ist einfach die Sonne rausgekommen. Ich genieße es gerade. Ich könnte hier einfach sitzen bleiben, so die nächsten Stunden und einfach nur Sonne tanken. Das tut so unglaublich gut. Oh mein Gott. Ja, mein Mann und der Lias, die lagen jetzt eigentlich die ganze Zeit auf der Couch und haben geschlafen. Der Samu schläft auch immer noch. Ich lasse ihn auch, obwohl wir schon mittlerweile, ich glaube, 3:15 Uhr, 3:20 Uhr, irgendwie sowas haben wir schon. Aber Schlafen ist ja sehr, sehr wichtig, gerade wenn es einem nicht gut geht. Der Lias ist mittlerweile wach, der schaut sich den Paw Patrol Kinofilm an. Der ist immer noch
schlapp auf jeden Fall und hat auch immer noch erhöhte Temperatur. Ich habe ihm jetzt auch mal einen Fiebersaft gegeben, der gleichzeitig auch ein Schmerzsaft ist, weil er sehr stark über Bauchschmerzen geklagt hat. Genau. Deswegen habe ich gesagt, okay, der kriegt jetzt was, damit er auch einfach ein bisschen Unterstützung beim Kampf bekommt, sozusagen. Genau, mein Mann geht's eigentlich gut. Der hustet nur immer mal wieder ein bisschen, so ein trockener Husten, aber ansonsten geht es ihm gut. Und bei Samu, ja, werden wir sehen, wer dann wach wird, wie es ihm geht. Ich habe jetzt gerade meine zwei Kooperationen für morgen und übermorgen abgedreht, weil ich eben, wie gesagt, nicht weiß, wie es mir die nächsten Tage gehen wird. Ich hoffe ja, dass es uns allen wieder gut geht jetzt und dass ich gar nicht erst krank werde, aber ich spüre es, wie gesagt, im Hals und deswegen dachte ich mir so, ah, ich gehe mal lieber auf Nummer sicher und drehe schon mal alles ab und dann kann ich schon mal ja, mit dem Schneiden anfangen. Genau. Joa, das habe ich jetzt gemacht. Jetzt bin ich eigentlich soweit fertig mit allem. Boah, diese Sonne. Ich kann dieses Jahr wirklich den Frühling und den Sommer kaum erwarten. Also wirklich kaum erwarten. Es könnte wirklich jetzt von jetzt auf gleich irgendwie. Na, 35 Grad brauche ich nicht, aber so 30 Grad wäre schon nice. Ist das schön. ja, ich werde jetzt mal runtergehen und mit dem Lias noch mal ein bisschen kuscheln. Und ja, habe ich immer zwischendurch, habe ich mal was gemacht. Dann habe ich mit dem Lias gekuschelt. Er hat aber jetzt eigentlich viel geschlafen gehabt und dann habe ich das in der Zeit dann gemacht und ausgenutzt. Genau, ich wollte jetzt hier nur mal ganz kurz nach einem Dokument schauen. Und jetzt bin ich aber fertig und deswegen gehe ich jetzt mal wieder runter. Und ja, dann wird der Samu auch bald aufwachen und ja, dann mal gucken, wie es den beiden Jungs über den ja, restlichen Tag hinweg geht. Oh nein, eine Wolke kommt. Geh weg. So, wir haben 4:30 Uhr. Ich habe dem Lias ein, ich weiß gar nicht, ob ich es hier erzählt hatte, ich habe dem Lias so ein Schmerzmittel gegeben, extra für Fieber und Schmerzen. Genau. Und es ist jetzt vielleicht so 1,5 Stunden ungefähr her, dass ich es ihm gegeben hatte. Und er hatte 38,5, als ich gemessen hat und dann entschieden habe, dass ich ihm was geben möchte und er lag schlapp da und überhaupt. Und jetzt 1,5 Stunden später, sein Temperatur ist komplett im Normalbereich, 37, irgendwas war es gerade gewesen. Er ist überhaupt nicht mehr warm, er ist so richtig kühl schon fast, also nicht kühl, kühl, ihr wisst, was ich meine, einfach so normal und er isst und trinkt und quatscht und ist hier gerade schon auf und ab gehüpft und ich sag's euch, manchmal sind Medikamente doch nicht so verkehrt. Ich bin ja jetzt nicht der größte Freund. Ich warte eigentlich immer relativ lange mit Medikamenten, aber bei Kindern habe ich gemerkt, so, das bringt gar nichts. Warum soll ich die 2, 3, 4 Tage leiden lassen, wenn ich ihnen den Leid schon ersparen kann nach einem Tag? Also, wupp, wupp, sehr, sehr gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Der Samu ist nämlich gerade am Aufwachen. Der liegt jetzt schon seit bestimmt eine Dreiviertelstunde wach im Bett, aber kuschelt sich ein und brabbelt vor sich hin, weil wenn ich jetzt hochgehe, dann meckert er mit mir. Erst wenn er ruft, dann kann man ihn holen sozusagen. Also er ist noch so total im Chiller-Modus. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich's bei ihm verändert hat. Er hat ja heute noch kein Zäpfchen bekommen. Er hat das letzte Zäpfchen heute Morgen bekommen, irgendwann um 3 oder 5 Uhr. Ich weiß gar nicht, wann das gewesen ist, dass er das letztlich. Nee, um 3 Uhr war es gewesen, genau. Also ist schon einige Stunden her auf jeden Fall. Deswegen mal gucken, wie es ihm jetzt geht. Sonst kriegt er auch noch mal was und dann hoffe ich mal, dass sich das jetzt erledigt hat. Oh mein Gott, es wäre so, so genial. Also es hat gerade so schnell beim Dias geholfen, deswegen. So, der Postbote hat eben geklingelt und Amazon-Päckchen nochmal vorbeigebracht. Das ist dieser Anzug, den ich nochmal bestellt habe. Ich hoffe ja, dass es den Jungs jetzt die nächsten 3 Tage wieder so gut geht, dass er zumindest am Montag und am Dienstag ja, Fasching mitfeiern kann. Das wäre ja echt, das wäre ja richtig blöd, wenn das nicht funktioniert. Also morgen Geburtstag werden wir gucken, einfach spontan entscheiden. Aber ja, Montag und Dienstag wird ja Fasching gefeiert und da habe ich das hier geholt. Er weiß davon noch nichts, aber ich glaube, er wird dezent ausrasten.
So, dann habe ich weitere Nahrungsergänzungsmittel geholt, und zwar mein Eisen ist jetzt so gut wie leer. Also ich habe jetzt noch für eine Woche und danach ist es leer. Und deswegen habe ich das nachbestellt. Und mein Biotin, das ist ja so einer meiner ersten Nahrungsergänzungsmittel gewesen. Die nehme ich jetzt schon seit, oh, ich glaube 2 Jahre oder so. Ich weiß gar nicht, hatte ich die das erste Mal hier? Doch, ich glaube, das war kurz nachdem wir hier eingezogen sind. Also ich nehme das auf jeden Fall schon 2 Jahre. Genau, Biotin, Zink, Selen extra eben für Haare, Nägel. Genau, also das auch ganz, ganz, ganz große Liebe. Ja, das räume ich auch mal gerade weg und hoffe, dass es zum Einsatz kommt. Heute gab es übrigens, habe ich ja schon erzählt, Spaghetti mit Käsesahnesoße.